Moin zusammen und willkommen zur vierten Folge zu meinem Herzensthema Long-Covid. Nach Dr. Filser, Professor Kutschula und Professor Frohböse habe ich heute einen ganz besonderen Gast, der zwar nicht aus dem medizinischen Sektor kommt, aber ganz tiefe Einblicke in die Lebensrealität von Betroffenen gewonnen hat und sich auf die Fahnen geschrieben hat, diese mit der Allgemeinheit zu teilen. Patrick Junker ist Fotojournalist und seine Arbeit zur Corona-Pandemie erweckte deutschlandweite Aufmerksamkeit. Mit seinen Fotos legte er die düstere Realität von Covid offen und arbeitete in dieser hochemotionalen Situation extrem eng mit den Betroffenen und Pflegekräften zusammen. Durch dieses große Vertrauensverhältnis realisierte Patrick schnell, dass die Folgen der Erkrankung mitnichten nach der Entlassung aus dem Krankenhaus vorbei sein müssen. Vielmehr verbleiben bei vielen Covid-Erkrankten Spätfolgen, die bei einigen, wie bei mir, seit nunmehr 2 Jahren anhalten. Die Auswirkungen von Long-Covid können zwar für die Betroffenen zu einer enormen Einschränkung ihres Lebens führen, auch bei jungen und vormals sportlichen Menschen, werden jedoch von einem Großteil der Bevölkerung immer noch als Randphänomen wahrgenommen, da man den meisten Long-Haulern ihre Erkrankung von außen einfach nicht ansehen kann. Und sie sind nicht allein, denn chronisches Fatigue ist ein Leiden, das weiter verbreitet ist, als die meisten vermuten würden. Entsprechend hat es sich Patrick zur Aufgabe gemacht, eine Krankheit sichtbar zu machen, die man nicht sehen kann. Wie bei meinen anderen Folgen zu Long-Covid auch, hoffe ich, ganz im Sinne von Patricks Arbeit, dazu beizutragen, die breite Masse über die enormen Risiken von Corona-Spätfolgen und über die ME-CFS-Community im Allgemeinen aufzuklären. Meinen ganz herzlichen Dank an Patrick für seine bewundernswerte Arbeit und euch ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo Patrick, wie geht's dir? Mir geht's gut. Hallo Lennart. Sehr schön. Wir sprechen heute über ein Thema, was mir persönlich wieder sehr nahe geht, weil wir haben uns tatsächlich kennengelernt, als du mich interviewt hast, nämlich zum Thema Long-Covid. Ich bin ja selber Betroffener und leide jetzt seit knapp 2 Jahren an Long-Covid, also fast so lange, wie es das in Deutschland gibt. Und du hast ein ganz spannendes Projekt zugemacht als Fotojournalist und auch auf anderen Medien durch Interviews etc. Aber du hast ja damit angefangen, vielleicht starten wir vorne mit einem Corona-Projekt selber, also nicht Long-Covid, sondern Corona-Projekt. Vielleicht führst du uns da einmal ein, worum es da ging und wie du dazu gekommen bist. Ja, ich habe im März 20 habe ich quasi gerade begonnen, mein Bachelor-Projekt in die realisierende Phase quasi zu entwickeln. Also ich habe da in Hannover Fotojournalismus studiert und ich weiß es noch ungefähr so am 11. März war ich nochmal in Präsenz in Hannover. Ich habe zu der Zeit in Stuttgart gewohnt, weil im Bachelorsemester hat man nicht mehr so viel Anwesenheit. Und habe das da in einer kleinen Runde nochmal vorgestellt. Und da haben wir dann immer schon die Witze gemacht, so, haha, das wird jetzt das letzte Treffen sein, wo wir uns noch live sehen. Und dann hatte ich eben Zeit, oder dann kam auch schon die Mail, glaube ich, am Tag danach, dass der Präsenzunterricht an der Hochschule eingestellt wird. Bis, glaube ich, 4. April war damals noch die Deadline. Und dann hatte ich eben die lange Zugfahrt mit dem ICE von Hannover nach Stuttgart. Und da ist dann zu der Zeit auch, glaube ich, ein Spiegel rausgekommen, der monothematisch Corona-Pandemie war. Und da kamen dann eben auch schon die ersten Berichte aus Italien. Und dann ist es mir wirklich so ein bisschen anders geworden, weil, wir kennen das ja alle, es wird was medial irgendwie gerade so ein bisschen, ich mag es immer nicht so gerne so aufgebauscht, aber meistens spüren wir ja doch nicht die Auswirkungen der großen Nachrichten. Also oft sind es dramatische Situationen, um die es geht. Wahrscheinlich jetzt haben wir auch alle wieder gerade den Ukraine-Konflikt im Kopf. Aber wahrscheinlich wird es wenig auf unser Leben wirklich sich auswirken. Und da hatte ich das erste Mal so das Gefühl, dass das jetzt irgendwie was Größeres wird. Und dann
hatte ich so eine Woche Bedenkzeit und eigentlich, als dann Angela Merkel quasi ihre Rede gehalten hat und das dann auch nochmal die Referenz zum ja, größte Probe, oder, ich weiß nicht genau, wie sie das formuliert hat, aber diese Referenz zum Zweiten Weltkrieg. Und dann habe ich eigentlich für mich entschieden, so, ich muss das jetzt fotografieren und habe quasi mein geplantes Thema, das ich jetzt wieder aufnehme so langsam, aber habe das dann erstmal auf Eis liegen lassen und habe dann erstmal geguckt, wie kann ich dieses Thema überhaupt fotografieren. Ich habe die ja das Glück oder schon diesen Einschlag auf den medizinischen Bereich gehabt. Also ich hatte meine ja bis dato größte oder erfolgreichste Geschichte war eben ein Projekt über Organspende. Das hatte ich damals mit dem Stern realisiert und ja, dafür war ich eigentlich bis dato so bekannt und habe dann auch eben Kliniken angeschrieben, aber auch wirklich alle Freunde und Bekannte, wie wirkt sich jetzt quasi diese neue Situation auf euren Alltag aus, und habe erstmal geprüft, was kann ich fotografieren, was ist verantwortungsvoll, und bin natürlich auch in mich gegangen, ja, kann man das verantworten? Und dann gab es glücklicherweise... Also Entschuldigung, aber, ja. Verantworten wahrscheinlich auch in dem Sinne, dass wenn du jetzt ins Krankenhaus gehst, auf die Intensivstation, dass du die Menschen ja auch nicht behindern möchtest, weil wir alle haben ja gelesen bis heute, wie überfordert die Kliniken sind. Genau, erstens das, aber also die größte Gefahr ist eigentlich, oder damals für mich war, stecke ich dann jemanden an, so, weil ich habe in der WG gelebt, also ich habe jetzt nicht alleine gelebt, also diese Gefahr, dass ich entweder das Virus ins Krankenhaus bringe oder ich bringe es zum Krankenhaus nach Hause. Ja. Also das waren so für mich damals die größten Punkte, weil man ja überhaupt nicht wusste, was es ist. Also es muss man sich immer in diese Anfangszeit reinversetzen, weil man wusste, klar, in China gab es schon Nachrichten, aber da wusste man ja nie, wie kann man die einordnen. Und dann gab es die ersten Berichte aus Italien. Und da gab es dann eben auch einen Kollegen vor allem, der hatte eine große Geschichte in der New York Times veröffentlicht. Und der hat dann auch daraufhin Einladungen bekommen und hat dann eben auch erzählt, wie er vorgegangen ist. Und das hat mir eigentlich die Sicherheit gegeben, dass man arbeiten kann und das fotografieren. Ja. Also so habe ich im Grunde angefangen, ja. Genau, und du hast das Ganze, wenn ich nicht völlig falsch liege, There's Glory in Prevention genannt. Wie bist du dazu gekommen? Das kam eigentlich viel, viel, viel später. Also dann kann ich mal kurz weitererzählen. Ich habe 7 Kliniken angeschrieben und von einer habe ich eine Zusage bekommen. Also und die anderen waren eigentlich so, eine Minute später hatte ich die Mail im Postfach, wie ich nur kann, in dieser Situation und so. Und ja, also mir war damals schon klar, davon brauchst Bilder, weil sonst hätte ich mich ja auch nicht dafür entschieden, das zu fotografieren. Und das ist eben immer das Problem bei so sensiblen Situationen, dass viele sich da nicht vorstellen können, dass man das überhaupt fotografieren kann. Aber eben durch diese Erfahrung, die ich hatte, also zum Beispiel im zweiten Semester habe ich mal ein Projekt gemacht, da habe ich Hausgeburten fotografiert. Da habe ich auch eben ganz viel diese Reaktion bekommen. Also wie kann man nur fragen? Und aber es gibt immer wirklich Leute, die machen das gerne und die freuen sich dann auch, wenn sie quasi dadurch, dass sie eben an so einem Projekt dann teilhaben, dann auch quasi auf so ein Thema aufmerksam machen können. Und das war eigentlich so diese Sache, dass man das ist ja das Problem, was ich dann viel später, also nicht so viel später, ich meine im Mai, da gab es ja dann die ersten großen Demonstrationen gegen die ganzen Maßnahmen und da hat man ja schon gemerkt, das ist nicht real für die Menschen, weil die Menschen, die waren zu Hause und wirklich nur ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung hat wirklich gemerkt, was das Virus anrichten kann. Also entweder die direkt schwer betroffen waren, die Angehörigen von denen, aber das Personal im medizinischen Bereich. Und das hat sich dann, also genau, da muss man noch kurz sagen, ich habe eigentlich bis zum Mai habe ich fast jeden Tag fotografiert. Also es war wirklich so eine intensive Arbeitsphase, hatte ich noch nie. Also ich habe dann auch,
also alles Mögliche recherchiert. Also ich war dann auch bei quasi Spezialreinigern. Also die normalerweise machen die Tatortreinigung. Und dadurch, dass man aber damals nicht wusste, wie aggressiv ist das Virus, auf welchen Flächen bleibt es haften, wurden die auch von quasi in Seniorenzentren angerufen. Und ich habe die dann fotografiert, wie sie ein Taxi desinfiziert haben. Der deutsche, also es gibt quasi den deutschen Friedhofsverein, also es ist quasi jetzt kein städtischer Friedhof oder so. Und die haben sogar ihre Richtlinien so weit hochgeschraubt, dass sie gesagt haben, die setzen quasi alle Bestattungen aus. Das ist da der Sonderfall, weil die machen nur Urnenbestattungen. Mhm. Dass man quasi diese Urne aufbewahren kann und die Bestattung verschieben. Oder aber die wird quasi... Also nur der Bestatter ist vor Ort und die Angehörigen wissen quasi, zu welchem Zeitpunkt das stattfindet. Ja, und dann hat er quasi die um 12 Uhr mittags, wussten die Angehörigen dann, jetzt wird die Urne quasi in die Erde gelassen. Und das habe ich zum Beispiel auch fotografiert. Also dieses ganze Drumherum, was aber viele nicht mitbekommen haben. Also das war ja, solche Szenen waren ja eigentlich unsichtbar. Ja. Für die Menschen, weil die meisten ja zu Hause waren und eben ja nur über die Medien das mitbekommen konnten. Und dieser Titel There is Glory in Prevention ist eigentlich dann entstanden, weil dann war der Sommer da und dann irgendwie da gab es die Pandemie dann eigentlich nicht mehr für einen Großteil der Bevölkerung. Und dann musste ich halt meine Bachelorarbeit schreiben. Und dann war eigentlich die Frage so, ja, Was für einen Sinn hat es jetzt? Also ich war wieder im quasi mit einer Kooperation vom Stern im Krankenhaus vor allem fotografieren. Das heißt, es ist dann eine Geschichte über einen Menschen mit einem schweren Verlauf, die ist dann auch in den Stern gekommen. Aber das waren vielleicht, also es war dann gab es dann eine schöne Doppelseite und dann noch ein paar kleinere Bilder. Und das war natürlich eine wichtige Geschichte, aber hatte natürlich nicht die Tragkraft, wie ich mir das gewünscht hätte. Also mit den ganzen Bildern, ich habe dann auch eine eigene Zeitung draus gemacht und eine eigene Homepage. Und eigentlich hätte man da auch einen ganzen Stern irgendwie füllen können. Und die Hauptfrage, die ich mir gestellt habe, wie, also ich frage mich immer selber so, ja, also wen juckt's, sage ich mal so, überspitzt gesagt, so warum sollte sich jemand diese Arbeit anschauen? Ja. Also es ist ja das, was ich mich selber immer hinterfrage als Journalist, warum ist das jetzt wichtig? Und durch den Blick dann eben ins Ausland, da hat man ja ganz klar gesehen, in Regionen der Welt, in denen gerade Winter ist, da gibt es die Pandemie. Ja, und da ist sie auch viel drastischer als in Deutschland. Und ich habe auch lange nicht verstanden, warum wir diese milde erste Welle hatten. Also da waren wir quasi in Europa so die große Ausnahme. Und dann war eben so meine These, wir müssen eigentlich realisieren, was wir verhindert haben. Also nicht das No Glory in Prevention, das ist ja so, wie der Spruch normalerweise geht. Also wenn wir etwas verhindern, dann wissen wir nicht, wie schlimm es gekommen wäre. Und ich habe probiert, sichtbar zu machen, was wir in der ersten Welle verhindert haben, um dann eben die damals waren es dann eben die Einzelschicksale, die da diese schweren Verläufe hatten. Und ja, das hat ja dann die zweite Welle leider gesagt, dass wir dann ja das doch drauf ankommen lassen haben. Also ich meine, wir hätten, also diese hätte Fahrtkette, aber eigentlich haben wir alles gewusst so und sind dann leider doch ein bisschen an die Wand gefahren in der zweiten Welle. Ja, das ist ja leider das Grundproblem, wie du sagst, mit dem No Glory in Prevention normalerweise, dass du halt das Problem hast, dass es Menschen sehr schwerfällt, in die Zukunft zu projizieren, wenn sie es nicht wirklich vor sich sehen können und sich unmittelbar selbst betroffen davon fühlen, sondern da denkt man immer, jetzt im Moment ist es ja gut, das ist ja das Grundproblem auch der Politiker, so viel man da drauf rumhaken möchte, aber sie haben halt die Schwierigkeit, der Bevölkerung zu vermitteln, dass es schlimmer hätte kommen können, wenn man diese Maßnahmen nicht gemacht hat, was natürlich immer, wie du sagst, dieses Wenn-Dann-Spiel ist. Deswegen finde ich das Projekt auch so toll. Du hast schon gesagt, dass du dann ein Krankenhaus auch als Kooperationspartner von diesen 7 bekommen hast, was ja, finde ich, gar kein so schlechter Schnitt ist. Das heißt, du hattest ja auch deren Einverständnis. Wie sah das mit den Patienten aus, die du vor Ort fotografiert hast? Die waren ja häufig wahrscheinlich gar nicht in der Lage, da irgendwie zu sagen, ob sie das in Ordnung finden oder nicht, dass sie fotografiert werden. Also ich war auch auf der Normalstation, also und da sind die meisten auf jeden Fall noch ansprechbar.
Und ja, diese Intensivstation, da sind dann eben die meisten Patienten und Patientinnen nicht mehr ansprechbar. Und da habe ich es dann natürlich so gehandhabt, also dass ich die natürlich unkenntlich fotografiere. Und da war es dann einfach für mich zu sagen, okay, das hier ist jetzt Zeitgeschichte und diese Bilder sind so wichtig, dass ich da diesen Schritt jetzt mache. Also und dann natürlich und trotzdem unter der ganzen Wahrung dieser Individuen, ja, also dass man das wirklich nicht zurückführen kann auf die Persönlichkeit. Und manchmal hat man ja auch schon gesehen, dass manche so halbwach sind, also es ist dann so ein komischer Zustand. Und wenn wir da irgendwelche, also die Pflegekräfte und ich, wenn wir da irgendwelche Anzeichen gemerkt haben, dass die sich unwohl fühlen, also man merkt das ja, wenn die dann auf einmal unruhig werden oder so. Oder auch, es gab auch Patienten, die waren ja total in diesem Delirzustand, haben dann alle Kabel von sich gerissen, da bin ich dann auch nicht mit ins Zimmer gegangen. Also da habe ich dann probiert, das irgendwie von draußen so abstrakt einzufangen, dass man quasi das nur auf die Pflegekraft reduziert. Aber wenn da irgendwas war, dass ein Patient irgendwie gerade Stress hat, dann habe ich mich auch wirklich einfach, bin ich aus dem Zimmer gegangen. Und wie war das Feedback von den Pflegekräften, aber auch von den Patienten auf deine Aktion? Also vor allem auf der Normalstation, wo sie ja noch ansprechbar waren, also da war es überwiegend positiv. Also das hat man auch nicht mehr so, so oft. Weil meistens sind ja die Leute so gesättigt mit Fotos. Also wenn ich da die Kolleginnen und Kollegen sprechen höre, die quasi vor 40 Jahren für die großen Zeitungen und Magazine unterwegs waren, da war das so, wow, auf jeden Fall. Und heute ja, hat jeder eben seine eigene Kamera dabei und seinen eigenen Kanal. Und da ist das dann oft gar nicht mehr so besonders. Und dann haben die meisten auch Ich keine fürchte auch, dass Lust. das Image der Journalisten ein bisschen gelitten hat in den letzten 40 Jahren. Ja, leider auch. Also, obwohl es ist ja, ich finde ja immer noch, es gibt viele große, wichtige, herausragende Geschichten. Und vielleicht schafft es der Journalismus mittlerweile auch einfach nicht mehr gut, sich so ein bisschen zu vermarkten. Also weil gerade jetzt kam wieder diese Enthüllungsgeschichte mit den Schweizer Banken raus. Und das gibt es eigentlich alle ein, zwei Jahre, gibt es große Finanzgeschichten, die auch dann wirklich was bewegen. Also und ich glaube, das ist den vielen Menschen auch nicht so klar vielleicht. Ja, aber gerade diese Bankgeschichte kam dann ja, die wurde in der Tagesschau erwähnt und kam dann um 23:15 Uhr in der Berichterstattung dann separat. Das ist halt auch nicht das beste Marketing, wie du sagst, dafür, ne? Okay, also das war quasi das Feedback auf der Normalstation. Und wie haben die Pflegekräfte darauf reagiert? Haben die sich genervt gefühlt? Fanden sie es toll, dass ihre Arbeit fotografiert wird? Gemixte Reaktionen? Also ich hatte da am Anfang große Sorge, also nach dem Motto, ist quasi 20 Jahre jetzt oder der Pflegemangel geht dann noch viel, viel länger in die Geschichte zurück. Und jetzt kommt die auf einmal. So, also, und darauf habe ich mich eigentlich vorbereitet. Und ich habe dann aber mein Buch mit, ist ja also quasi aus dieser Organspendegeschichte, da habe ich auch ein Buch quasi selber ein Prototyp gemacht und habe mich dann natürlich ausführlich und lang da erklärt und vorgestellt und habe dann halt auch gesagt, so ja, ich wäre jetzt gerne heute einfach mal dabei und dann gucken wir mal, also wie das so läuft. Und vor allem auf der Normalstation, da hatte ich quasi so meine ersten Tage und ich bin dann eben ganz normal mitgelaufen. Und da habe ich dann eigentlich auch ganz viel positives Feedback bekommen, weil ich mich quasi, ich war wie so ein kleiner Praktikant dann eigentlich, weil ich, also ich habe so den Anspruch als an mich irgendwie, ich arbeite wirklich mit. Also es das heißt, ich bleibe dann meistens auch eine ganze Schicht und ich gehe dann, mache dann auch meine Nachtschicht mit und ich komme dann auch am Wochenende. Weil wirklich, wenn ich so eine lange und ausgiebige Reportage mache, und sag mal, das Gute ist ja gewesen, im Krankenhaus hatten alle Masken an. Das heißt, das war der einzige Ort, wo man eigentlich noch unter Leute sein konnte. Also das war ja auch dieser Sondermoment, weil natürlich, wenn man dann irgendwie jemanden zu Hause getroffen hat, am Anfang vor allem, da war es ja dann auch also noch komischer als heute. Man wusste nicht,
Können wir jetzt das Fenster aufmachen, dann ist gut, oder können wir Masken anziehen, dann ist gut. Deswegen war eigentlich der Krankenhaus ja der einzige Ort, wo man wirklich noch unter Leute sein konnte ohne Probleme, weil alle Masken anhatten. Und das habe ich dann quasi auch so ein bisschen genutzt, um da viel Zeit zu verbringen. Und ich hatte dann wirklich das Vertrauen von den Pflegekräften und auch von der Klinikleitung, dass ich da eigentlich mich selbst mit dem Personal abstimmen konnte. Und das heißt, die Pressestelle, die war dann eigentlich ja nur noch ab und zu mal dabei. Und das war auf jeden Fall auch was ganz Wichtiges, weil sonst wären die Bilder auch nie so entstanden. Und weil sonst wären das immer nur so ganz kurze Momente gewesen. Und also es gibt diese Termine, wo man dann nur eine Stunde rein darf. Das ist dann aber, da kriegt, also das sind dann leider so, ich sag mal, gestellte Bilder, aber man bleibt dann trotzdem immer an der Realität. Also ich frage dann natürlich immer die Pflegekräfte, so, macht ihr das wirklich so? Also weil, aber sonst, dann stehen dann meistens halt auch keine ganz, also die wirklich besonderen Bilder. Also natürlich am Anfang auf der Intensivstation zum Beispiel, da war ja das Ding, da lagen schon einige, aber bis ich dann mal die Bilder zusammen hatte, dass die dann auch mal jemanden rumgedreht haben, das ist dann da wirklich jetzt nicht so oft passiert, wie dann natürlich in der zweiten Welle. Also weil in der ersten Welle war es so, da lagen dann da war die Intensivstation quasi einmal dann voll, aber dann ist die auch leer geworden. Also da ist dann kein Nachschub gekommen, so wie es jetzt quasi in der zweiten oder dritten Welle war. Ja. Ja, du hast ja auch gerade gesagt, das mit den Masken, das war natürlich einerseits in dem Fall fast für dich ein Glück, dass man das machen konnte, aber andererseits ohne, also klar, die Arbeit der Pflegekräfte war natürlich nochmal ein bisschen härter, aber für dich waren es ja auch besondere Situationen, unter denen du noch nicht fotografiert hast, durchgehend mit Maske im Schutzanzug dann auf den Intensivstationen. Ich will nicht wissen, wie oft du die Kamera reinigen musstest. Das heißt, auch für dich war das ja eine Sondersituation. Wie bist du damit umgegangen? Wie gut hat das geklappt? Ja, ich habe mir tatsächlich Gefrierbeutel gekauft und habe dann die Kamera in einen Gefrierbeutel eingepackt und dann quasi nur ein Küchengummi und vorne am Objektiv dann zugemacht, dass ich quasi nur den Filter vorne auf dem Objektiv einmal reinigen musste und habe dann ansonsten immer die Plastiktüte einfach weggeschmissen. Und ja, das war. Lass mich raten, da gibt es von der Fotoindustrie auch teurere Lösungen. Weiß ich, ja, ich habe geguckt, aber auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt noch nicht. Also ich glaube, alles andere wären dann natürlich Tauchbeutel oder Tauchbags. Es gibt klar so ein paar Regen. Also für Regen, ja, da gibt's was, aber das kostet dann klein natürlich 10 Euro irgendwie und ist dann natürlich auch nicht für den Einmalgebrauch hergestellt. Und das war aber so eine ganz gute Lösung, weil ich glaube, hätte ich die Kamera hat so viele Ecken, die kann man nicht alle komplett reinigen. Und ich glaube, hätte ich die immer komplett gereinigt, dann wäre die vielleicht heute kaputt einfach, weil die Desinfektionstücher für Flächen im Krankenhaus vor allem, die sind auch noch ein bisschen aggressiver als jetzt quasi das Normale, was man so im Handel bekommt, weil die ja auch nochmal ganz andere Keime haben. Und natürlich, das war also für mich war es schon anstrengend, wirklich da alleine nur in der Ecke zu stehen. Also weil die diese Kittel, die sind auch teilweise komplett wasserdicht und dann mit dem Atmen, mit der Maske, mit der Schutzbrille, also das war echt schon, man ist da immer total nass nach so einer Schicht oder auch nach so einer Stunde. Also auf der Intensivstation waren die ja teilweise wirklich eine Stunde oder länger in einem Patientenzimmer und das ist dann wirklich schon sehr anstrengend gewesen, ja. Ja, das ist auch das, was selbst mit solchen Projekten wie bei dir unfassbar schwer rüberzubringen ist, wie hart das wirklich für die Pflegekräfte ist, die dann ja auch gerade mit der Unterbesetzung unfassbar lange unter diesen Bedingungen arbeiten müssen und in der Regel unterbesetzt. Auch ganz spannend, was man immer wieder gelesen hat jetzt, dass ja auch die Patienten im Schnitt immer schwerer werden. Das klingt erstmal witzig, aber de facto sorgt es ja einfach dafür, dass es für die Pflegekräfte noch viel anstrengender ist. Solche Geschichten, wie du gerade gesagt hast, die Menschen drehen und so. Also eine unfassbare Belastung. Und du hast auch eben schon angedeutet, dass man ja die Realität abbilden möchte, aber gleichzeitig ist es ja auch, dass du natürlich eine gewisse Stimmung rüberbringen möchtest. Also du versuchst ja mehr als das bloße Bild rüberzubringen, eine Stimmung, eine Emotion. Das heißt, die Frage ist quasi immer so an den Fotojournalismus, wie viel bearbeitet man nach, wie viel arbeitet man mit Licht oder Ähnlichem? Wie hast du dich da entschieden im Sinne von, ja, möglichst real, aber gleichzeitig auch natürlich hochqualitativ und so, dass die Stimmung rüberkommt? Ja genau, also ich kann mal sagen, wie ich arbeite.
Ich sage, diese Bildbearbeitung, die ich mache, die beschränkt sich wirklich nur auf die Lichter und auf die Farben und auf die Kontraste. Also, und arg viel mehr wäre dann eigentlich im Fotojournalismus auch nicht zulässig. Teilweise verschwimmen diese Grenzen so ein bisschen, weil viele machen dann quasi auch ein Kunstprojekt mit dem journalistischen Thema. So, aber also ich bin eigentlich so der Freund davon, dass man jetzt keine Dinge zum Beispiel rein und raus retuschiert oder keine Farben komplett umkehrt. Also dass man jetzt auf einmal was Grünes zu was Gelbem macht oder so. Und das ist dann einfach viel Sammeln. Also das ist dann wirklich das lange vor Ort sein, dass man da wirklich die verschiedenen Lichtstimmungen einsammelt, dass man dann wirklich quasi das Foto macht, wo das Fenster im Hintergrund ist, wenn eben gerade draußen die Dämmerstimmung ist oder wenn die Sonne gerade besonders reinfällt. Und so entstehen dann quasi die besonderen Fotos. Und das kann ich aber nur schaffen, wenn ich wirklich so eine ganze Schicht dabei bin, weil es ist natürlich immer ein bisschen Glück, weil ich meine, diese Arbeit im Krankenhaus, die wiederholt sich. Also es ist wirklich, also es gibt da keinen Anfang und kein Ende. Und das ist eigentlich auch das Schwierige für das Storytelling gewesen, weil die hatten ja schon immer viel zu tun oder waren schon immer unterbesetzt. Und dann kam jetzt diese Corona-Pandemie dazu, dann war das Spektakuläre ja eigentlich die Schutzkleidung. Also darüber musste man das dann so ein bisschen probieren zu erzählen. Ich habe dann aber zusätzlich noch zu diesen situativen Bildern habe ich eben Porträts gemacht und da hatte ich eigentlich zwei Lichter dabei. Also habe dann quasi eins so ein neutrales Licht von vorne kommen lassen und ein etwas wärmeres von hinten und dann hat man eben ja diese... Ja, ich weiß nicht, was das für eine Ästhetik, also wo man ganz klar eben in diese Gesichter gucken kann. Also teilweise haben die da noch Masken auf, aber man beschäftigt sich dann doch nochmal anders mit der Person. Und dann in einem Projekt steht natürlich dann auch zu jedem Porträt eben diese Caption, also dann meistens noch ein Zitat, weil für mich ist auf jeden Fall immer wichtig, also es war eigentlich mir von Anfang an auch schon klar, ich muss die Situation da so konkret wie möglich werden lassen. Das heißt, ich muss am besten etwas über diese Person, die da gerade liegt, also schreiben. Also entweder anonymisiert oder auch eben bei dem schweren Verlauf, den wir dann noch weiter begleiten konnten, konnte ich dann eben auch den vollen Namen mit dazu schreiben, weil nur so wird das eben greifbar. Also wenn dann steht, okay, das hier ist der Wenzel D., war irgendwie 67 Jahre alt damals und hatte eigentlich keine Vorerkrankungen. Ja, und hat irgendwie gerade seine Rente, war eigentlich ein aktiver Mann, also war irgendwie ein Hausmeister, so und dann liegt er da und seine Frau und seine Tochter, die standen jeden Tag vorm Krankenhaus, haben quasi hochgeguckt zum Fenster auf die Intensivstation. Ja, und durch diese Infos wird dann natürlich so ein Bild auch nochmal viel konkreter. Ja, und dann am besten erfahre ich dann noch, was die Pflegekraft denkt und dann ist es auf einmal eine Geschichte. Ja? Also wenn man sonst nur dieses Bild hätte, symbolisch und eigentlich hat es gar nichts mit dem Ort zu tun und nichts mit den Menschen zu tun, die da drauf sind, dann da finde ich auch immer, wird dann eben nicht das ganze Potenzial genutzt von Bildern, wenn man sie wirklich nur rein symbolisch verwendet. Weil du gerade die Familie angesprochen hast, hast du es jemals gehabt, dass Verwandte oder Bekannte von Betroffenen sich beschwert haben, dass sie, was ja unfassbar schwierig und hart ist, ihre Liebsten nicht besuchen durften, aber irgend so ein Fotofritze durfte da stundenlang rein? Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt am Anfang. Ist das wirklich gerecht oder ist das fair? Und wir hatten ja nur jetzt diesen einen Fall, wo wir quasi diesen einen Mann da weiter begleitet haben. Ich habe es jetzt von den anderen Patientinnen und Patienten, die da noch lagen auf der Intensivstation, die da noch ansprechbar waren, die haben jetzt quasi nichts da in der Hinsicht geäußert. Und die wir dann quasi kennengelernt haben, die waren eigentlich ganz froh, dass es Menschen gibt, die das zeigen und die das berichten und die waren auch unglaublich froh, dass wir mit denen dann gesprochen haben, weil die sich natürlich
gar nicht wiedergefunden haben damals in der Medienberichterstattung. Ja. Weil klar, diese schweren Verläufe gab es Gott sei Dank eben nicht so viele in der ersten Welle. Aber man musste sie eben doch erzählen. Und ja, also glücklicherweise nicht. Und jetzt in der dritten Welle war es dann auch tatsächlich so, dass geimpfte Angehörige, da durfte, glaube ich, dann eine Person auch immer rein. Ja. Und dann bist du ja, hast du schon angedeutet, auch danach dabei geblieben, Thema Long-Covid. Wann hast du entdeckt, dass das ein Thema ist? Ja, ich glaube, das erste Mal hat mich da tatsächlich auch ein Kollege aufmerksam gemacht, der hatte ein bisschen das Konzept, er macht quasi eine Deutschlandreise während der ersten Welle schon. Und der hat dann auch im Sommer weiter gearbeitet und der hat das quasi alles nochmal ein bisschen breiter aufgefasst. Also der hat dann wirklich auch nur ein Bild im Krankenhaus und hatte da quasi vielfältigere Orte, wo er fotografiert hat. Und der war, ich glaube, in Heiligendamm sogar, also quasi in einer der ersten Reha-Kliniken, die sich dann auch auf Long-Covid spezialisiert haben. Und der hat gemeint so, hey, also zu dem Zeitpunkt hatte weder ich noch er die Infektion. Also er will auf keinen Fall dieses Virus haben, weil was die da erzählen, also das glaubst du nicht. Dann. Und das war schon im Sommer, ja? Weil das war schon im Sommer. Das war ja so, also das war ja. Das waren die ersten Fälle. Bei der großen Masse ist das Thema Long Covid ja erst irgendwie Mitte 21 vielleicht angekommen oder sowas wirklich. Genau. Aber das waren wirklich die ersten Fälle, die dann im Sommer 20 in dieser Reha waren. Und ja, die gar nicht wussten, was eigentlich los ist. Und klar, da war das für mich auch natürlich so eine Randnotiz. Trotzdem muss ich gestehen, weil wir hatten eben nicht viel Infizierte und man wusste ja gar nicht, was los ist. Dann kam für mich ja erstmal dieses Projekt. Also es gab eben diese zwei Monate, wo ich eigentlich viel fotografiert habe. Und dann kam eigentlich 3, 4, 5 Monate, wo ich dann nur organisiert habe. Also das muss man auch so sagen, weil ich hatte dann erstmal meine Bachelorarbeit. Und in dieser Bachelorarbeit habe ich eigentlich das Konzept ausgearbeitet, eben diesen Titel gefunden und dann auch, wie ich das gerne präsentieren würde. Und dann bin ich wirklich in die Vollen gegangen. Also ich habe gesagt, es braucht eine Homepage, es braucht auf jeden Fall eine Zeitung, es braucht auf jeden Fall eine Ausstellung im öffentlichen Raum. Dann braucht es am besten noch Plakatwände. Es braucht irgendwie, also überall, wo man das Projekt zeigen kann, muss es gezeigt werden. Und dann habe ich mich drum gekümmert, wie realisiert man sowas. Und ich hatte da wirklich so Kräfte, weiß ich auch nicht, wo ich das hergeholt habe, auf allem direkt nach der Bachelorarbeit. Da habe ich dann einen Verein gefunden und mit diesem Verein konnte ich mich dann eben auf Fördergelder bewerben, weil als normale Person, wenn man quasi nicht gemeinnützig ist, kriegt man die meisten Fördergelder überhaupt gar nicht. Und so konnte ich das dann eben lösen. Und dann habe ich das tatsächlich auch bewilligt bekommen. Also es gab dann eben ganz viele, die sogenannten Drittmittel bereitgestellt haben. Also es war dann auch unter anderem, hat sich das Krankenhaus damit beteiligt, das Gesundheitsamt Stadt Stuttgart hat sich damit beteiligt, die Wirtschaftsförderung Stadt Stuttgart, was war noch dabei, die Bürgerstiftung Stadt Stuttgart, also wirklich ganz, ganz viel. Und warte, sogar die Künstler-Soforthilfe hat was dabei dazu gesteuert. Und die hatten ja andere Themen wirklich, ja. Ja, aber genau, das war spannend, weil natürlich haben wir wieder Künstler quasi dann beschäftigt über unser Projekt. Das heißt, wir haben quasi von deren ihren Dritt, also wir hatten ja dann die Drittmittel und haben dadurch die große Förderung vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg bekommen und hatten dann die Möglichkeit, eben wieder Künstler quasi anzustellen, die dann in dem Projekt quasi dann wieder bezahlt wurden. Das heißt, das Geld von der Künstler-Soforthilfe hat uns ermöglicht, die große Förderung zu bekommen und ist dann aber direkt weiter an die Künstlerinnen und Künstler gegangen. So, also und so hat sich dann, und das fand ich unglaublich schön, weil natürlich dieses Projekt dann vielen Menschen auch einen Job, eben also Freelancern so einen Job gegeben hat, dann aber gleichzeitig das so umgesetzt werden konnte, wie ich mir das halt wirklich ausgemalt habe. Also das hat mich dann wirklich begeistert und als dann eben das Projekt
so ausgeklungen ist. Also man muss sagen, natürlich, das war ein Erfolg, das Projekt, aber natürlich konnte die zweite Welle deswegen nicht verhindert werden. Also es wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel verlangt. Da hätten vielleicht, hätte die ganze Gesellschaft einfach nochmal intensiver damit umgehen sollen, mit der Infektionsgefahr. Aber dann habe ich mir eigentlich so die Frage gestellt, Anfang 21, wie mache ich jetzt weiter? Ja, weil einfach alles fotografieren, was mir so vor die Linse kommt, hat sich einfach alles wiederholt. Mhm. Schon bei der zweiten Welle im Krankenhaus war es schon anders. Also weil man kann auch so ein bisschen sagen, dass eigentlich in jeder Welle die Patientinnen und Patienten ein bisschen jünger geworden sind. Also in der dritten Welle war das jetzt ganz schlimm. Da lagen wirklich Menschen Ende 30 auf der Intensivstation, die es auch nicht geschafft haben teilweise. Aber ich habe dann quasi für mich entschieden, ich habe eigentlich zwei Konzepte geschrieben. Einmal die wirtschaftlichen Folgen und einmal die gesundheitlichen Folgen eben der Krankheit. Und die wirtschaftlichen Folgen, das werde ich jetzt eigentlich dieses Jahr machen, weil das war eigentlich noch so ein bisschen zu früh. Aber ich glaube, dass vielleicht dieses Jahr wird viel, viel möglich sein. Und da muss man eben ganz genau drauf gucken, werden jetzt noch Förderprogramme aufgesetzt für Menschen, die es brauchen oder nicht? Und ich glaube, jetzt wird sich da nochmal ganz viel entscheiden. Also wenn die Gastronomie überall aufmacht und es gibt aber niemanden mehr, der da drin arbeiten will, was für Probleme entstehen dann daraus wieder? Ja. Genau. Und Gott sei Dank konnte ich wieder für Long-Covid eben eine Förderung bekommen. Also das muss man auch mal so sagen, da hatte ich echt schon auch ein bisschen Glück. Klar, man erarbeitet sich das Glück immer, aber das war der Wahnsinn. Da konnte ich eigentlich direkt losfahren und dann habe ich damals eben, ich glaube, 10 Menschen getroffen. Und das war dann eben so der Start für Long-Covid. Wann sind wir jetzt zeitlich? Also das war dann im Februar und März 2021. Da habe ich dann quasi wirklich, und mein Kriterium damals war eigentlich, ich wollte eigentlich nur Menschen aus der ersten Welle haben. Die es also schon wirklich lange hatten. Genau, also bei denen war es dann quasi ein Jahr. Weil heute sagt man ja auch noch, dass man eben in den ersten 3 Monaten die größten Wahrscheinlichkeiten hat, wirklich zu genesen. Genau. Und das wollte ich dann eben vermeiden, dass ich dann eigentlich Menschen habe, die sich dann vielleicht zu schnell wieder gesund werden. Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, wenn man das eben in so eine Gruppe schreibt. Also ich habe natürlich als Recherche die Facebook-Gruppen genutzt zu Long-Covid und dann so, ja, mir geht's aber auch schlecht. Ich bin aber auch schon 2 Monate krank. Und das ist ja natürlich, also das soll das ja auch überhaupt nicht bedeuten. Aber was viele, genau, auch nochmal direkt an die Betroffenen vielleicht, ich gucke immer, wie bringe ich das jemanden rüber, der das nicht verstehen will, vielleicht auch. Ja. Ja, also wirklich, und daran setze ich meine Messlatte und danach muss ich eben meine Geschichten aussuchen. Und da suche ich dann natürlich in einer Art und Weise vielleicht auch so diese Superlative, also wer hat es am längsten, so blöd gesagt. Aber also glücklicherweise muss man sagen, dass jetzt nicht alle von den Menschen, die ich damals getroffen habe, heute immer noch schwer Long-Covid haben. Also manche sagen jetzt auch ganz klar, die wissen jetzt nicht, ob es jetzt gerade der Prüfungsstress ist oder ob es noch Symptome von Long-Covid sind. Das heißt, manche haben sich auch wirklich erholt davon. Ja. Was ja auch sonst eine traurige Geschichte wäre. Also es ist ja gut, dass du auch positive Beispiele dabei hast, aber ich verstehe diese Fokussierung auf lange Fälle, weil das ja genau das ist, was du transportieren möchtest. Du hattest ja auch damals, als du mich angesprochen hast, hast du gesagt, es wäre schön, noch jemanden Junges dabei zu haben, weil es auch jemand Junges, der es sehr lange hat, weil natürlich auch das gerade das ist, was vielleicht einige Leute nochmal überzeugt, nochmal über die Impfung nachzudenken oder ein bisschen vorsichtiger zu sein, weil du hast schon gesagt, auch junge Leute können auf die Intensivstation kommen und auch da sterben. Aber die Wahrscheinlichkeit ist halt deutlich geringer. Und deswegen haben ja viele junge Leute, und auch bis heute nehmen das viele junge Leute ja immer noch sehr auf die leichte Schulter. Und da muss ich auch aus meinem persönlichen Umfeld sagen, die mich kennen und meine Situation, die gehen da halt deutlich weniger leicht mit um, weil sie wissen, hey, das kann auch Leute treffen, die keine erkenntlichen Vorerkrankungen haben, die jung sind, die fit sind. Wie war das denn in deinem Umkreis, als du gesagt hast, Mensch, ich
forsche jetzt, naja, forsche ist übertrieben, aber ich mache jetzt ein Projekt zu Long-Covid. War das da allen schon Begriff oder haben einige gesagt, wieso machst du denn da was? Muss ich mal überlegen. Also es ist eher so, wenn ich dann danach eben erzähle, also wen ich da getroffen habe und wie es den Menschen geht, da ist es eher so, dass dann so ein bisschen das dieser Aha- oder Wow-Effekt kommt. Und der zweite Aha-Effekt kommt dann eigentlich, weil ich lege da natürlich immer noch einen nach, dass das eigentlich, gibt es ja schon immer, also das ist ja, eine postvirale Fatigue. Und das Ding ist eben klar, Long-Covid ist jetzt eben eine neue und besondere Form und es wird wahrscheinlich auch im Endeffekt bestimmt mal, wenn man das alles ausdefiniert hat, vielleicht 10, 20 oder noch mehr Formen von Long-Covid geben. Aber wenn man dann quasi von Long-Covid auf ME-CFS kommt, die ja teilweise schon Jahrzehnte schwer leiden, ja, da ist dann irgendwie, klar, da muss ich dann auch immer gucken, genau, wie erreicht man wirklich dann Menschen, dass sie dann nicht abblocken? Weil das ist dann wirklich schon ein sehr, sehr schweres Thema, wenn man wirklich über ME-CFS spricht und Patienten oder Menschen, die da wirklich an ihr Bett gebunden sind oder nicht mehr aus dem Bett kommen ohne Hilfe. Ja, da war ich auch geschockt, wie groß diese ME-CFS-Community im Prinzip ist, wie viele davon, wie du sagst, Jahrzehnte, ihr ganzes Leben über Jahrzehnte hinweg betroffen sind. Hast du auch überlegt oder aktuell die Überlegung, neben dem Ganzen, was du hermachst, auch in Richtung ME-CFS noch was zu machen? Weil das ja auch, ich habe auch durch meinen Podcast ein paar Zuschriften bekommen von Fällen, die nicht Long-Covid sind, sondern das vorher schon hatten und die gesagt haben, dass das natürlich unfassbar schlimm ist, dass so viele Leute das jetzt haben, aber es gleichzeitig für die natürlich auch ein Hoffnungsschimmer ist, weil die sagen, hey, jetzt ist das so groß medial und so groß in der Politik und Gesellschaft angekommen, dass jetzt, wir kommen vielleicht noch auf BC007 zu sprechen in Erlangen, dass jetzt die Hoffnung auf eine Heilung deutlich größer ist, einfach weil Forschungsgelder frei werden und weil die Forschung sich darauf fokussiert. Ja, ich habe damals schon Manuel Wohnhaas getroffen, der jetzt mittlerweile seit 6 Jahren ME-CFS hat und er hat auch noch POTS und ich glaube auch noch ein paar andere Begleitdiagnosen und Erkrankungen. Und das war dann natürlich immer schwierig, auch gerade wenn ich dann Feedback von Kolleginnen und Kollegen bekommen habe. Also, ja, okay, aber das hier ist doch jetzt ein anderes Thema, so, also als Feedback, so zu diesem einen ME-CFS-Patienten, den ich so noch so dabei hatte. Ja. Und für mich war es aber immer schon irgendwie das gleiche Thema oder beziehungsweise muss man das doch erzählen, dass eigentlich diese verschlafene Forschung jetzt uns höchstwahrscheinlich extrem auf die Füße fällt. Ich habe übrigens gestern einen spannenden Podcast gehört, da ging es um mRNA. Und ich bin wahnsinnig schlecht im Namen merken, aber ist, glaube ich, ein französischer Wissenschaftler. Der will eigentlich schon 30 Jahre lang zu mRNA forschen und niemand hat ihn ernst genommen. Ja. Das muss man sich auch mal vorstellen. Also sowas, ich glaube, das ist, wenn man da wirklich mal tief gräbt, das gibt so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die wirklich nicht weiterkommen mit ihrer Forschung, weil das Geld fehlt. Und irgendwann fehlt uns das. Also da vielleicht auch nochmal so, wir brauchen Diversität auch in der Forschung auf jeden Fall. Ja, wie du sagst, verschlafen finde ich ganz bestimmt. Ich weiß, es gibt unfassbar viel, woran man forschen kann und man muss sich irgendwie fokussieren. Aber es gab ja auch SARS Anfang der 2000er, ist ja SARS-CoV-2. Mhm. Es gab ja schon vorher deutlich kleinere SARS-Epidemie in diesem Jahrtausend und da gab es ja dann auch diese ME-CFS-Fälle anschließend. Ja, das gibt es auch von anderen Infektionen und auch infektionsunabhängig. Aber das ist ja so eine Parallele, die muss man ja aufzeigen, weil das ja auch wieder zeigt, erstens ist die Frage, wir werden ja Corona nie wieder los. Das heißt, dieses Risiko bleibt auch bestehen. Und wer sagt denn, dass nicht die nächste Infektion um die Ecke kommt, die noch mehr und noch stärker das Problem auslöst? Und deswegen, ich verstehe deinen Gedanken da voll und ganz, dass man teilweise auch als Betroffener da teilweise auch wütend ist, wenn man denkt, Moment, es gibt Ansätze seit 30 Jahren, warum werden die nicht verfolgt? Und wie gesagt, auf der anderen Seite ist natürlich auch, dass man Verständnis dafür hat, dass es fokussiert werden muss. Ja, auf jeden Fall. Aber genau, um die Frage nochmal kurz zu beantworten, also ich bin auf jeden Fall drauf und dran, an ME-CFS weiter zu arbeiten. Nur war ich gerade eben die letzten Monate in so einer Art,
Winterschlaf, weil natürlich, ich wollte eigentlich im Anfang oder ich glaube Ende November, Ende Oktober, Anfang November wollte ich eben nochmal in die ganzen Unikliniken fahren, um eben die Expertinnen und Expertinnen zu Long-Covid zu interviewen, weil ich eben auch gerne eben Video-Interviews machen würde, also wirklich das Bild dann auch stimmt. Und da habe ich dann halt die ganze Zeit Absagen bekommen wegen der hohen Infektionszahlen. Deswegen habe ich mich da jetzt nicht mehr getraut, quasi nochmal anzufragen. Ja, und hoffe, dass es eben dann bald wieder möglich ist. Auch Ja. da wieder die Frage, wie schon beim eigentlichen Covid-Projekt, das Thema Realität versus halt Nachbearbeitung oder Stimmungseinfangen mit Licht und so. Du hast ja auch von mir ein Video gemacht und ich bin es ja nur gewohnt, meine eigene Stimme zu hören, aber ich muss sagen, sich selber sehen ist noch mal creepiger. Also da habe ich mich noch nicht dran gewöhnt. Das ist ja schon so, das haben wir bei mir in meinem Wohnzimmer gemacht und das. Da dachte ich erstmal, naja, okay, wie das wohl am Ende aussieht. Das, was du da rausgeholt hast, ist Wahnsinn. Also von der Belichtung, von der Stimmung, die rüberkommt. Also ich hoffe, dass es genau das, also von den Kommentaren her, unter dem Video ist ja genau das rüberkommen, was rüberkommen sollte. Hast du da auch einfach deswegen, weil du die Möglichkeit hattest, Sachen ruhiger aufzubauen, als du dich im Krankenhaus oder wo auch immer du unterwegs warst vorher, hast du da mehr mit solchen Effekten gearbeitet? Also jetzt bei Long-Covid? Naja, also ich kann einmal kurz zu den Porträts, die ich gemacht habe. Meinst du das Porträt oder das Video? Sowohl Oder als auch. beides von der Stimmung? Ja, genau. Also ich habe mir dann, also Long-Covid ist sehr schwer zu fotografieren. Also natürlich habe ich, als ich fotografiert habe, im März 21, da war natürlich fast noch niemand geimpft. Also da waren dann die Pflegekräfte vielleicht und wirklich die Hochrisikogruppe vom Alter, die war geimpft, aber wir, also ich und die Protagonistinnen, die waren nicht geimpft und deswegen konnte ich jetzt natürlich auch nicht sagen, ich komme jetzt 3 Tage zu euch und so arbeiten wie im Krankenhaus. Das heißt, die Termine da waren wesentlich kürzer. Das heißt, diese situativen Bilder, die waren vielleicht jetzt nicht so ausgearbeitet, wie ich es mir gewünscht hätte. Und dann habe ich quasi als, mir war dann klar, die Porträts werden wieder unglaublich wichtig sein, weil da gucken die Menschen einen meistens dann auch direkt an oder man kann den Menschen direkt ins Gesicht schauen und dann eine Verbindung aufbauen. Und dann habe ich eigentlich ja auch eben ein Hauptlicht von vorne, ein Licht hinten auf den Kopf gesetzt und dann immer noch so meistens eine Folie vor die Kamera gehalten, um eben so ein bisschen eben so eine Stimmung von so einer leichten Vernebelung, weil viele erzählen ja auch eben von diesem Gehirnnebel, von dieser, man kann keinen klaren Gedanken mehr fassen, man wird vergesslicher und so habe ich probiert, das quasi visuell ein bisschen aufzufassen. Und ja, das Video, jetzt bei dir, also mir ist das eben wichtig, quasi die Leute in guten Licht zu zeigen. Und ja, das ist also eben dieser visuelle Anspruch. Also, dass man jetzt quasi nicht, ja, weiß ich nicht, wie diese klassische News-Reportage, sag ich mal, wo dann alles im Weitwinkel drin ist. Und das ist mir jetzt gar nicht so arg wichtig. Also, mir ist es da schon wirklich wichtig, das zu konzentrieren. Also, weil wirklich im Endeffekt dein Gesicht oder wie du da erzählst, das erzählt dann ja auch schon das meiste. Und ich probiere das dann schon eben visuell anspruchsvoll zu zeigen. Also das ist eigentlich, und da sehe ich jetzt nicht ja so eine Art Manipulation oder so. Also da sehe ich dann wirklich schon so meine visuelle Sprache, ja, wie ich dann quasi auf die Welt gucke. Ja, du hast es auch unter dem einen Video schön kommentiert, man muss nicht krank aussehen, um krank zu sein, was ja quasi, den betest du ja wahrscheinlich jeden Tag unter den Satz, weil das ist das, was du meinst, es ist super schwer zu transportieren. Das ist auch bestes Beispiel, das Feedback, das ich hier auf meinem Podcast bekomme. Ich habe auch schon Folgen zu Long-Covid gemacht, wo ich auch gesagt habe, was ich selber habe. Und dann steht da teilweise drunter, hey, du kannst auch 1,5 Stunden, 2 Stunden super mit irgendwelchen Experten quatschen. Wo bist du denn krank? Und da ist jetzt bei mir, da draußen gibt es viel schlimmere Fälle als mich. Deswegen möchte ich mich da nicht in so einen Fokus stellen. Aber nur weil jemand nicht krank aussieht oder weil er für 2 Stunden was machen kann oder weil er nicht komplett fertig in der Ecke liegt, heißt das nicht, dass es demjenigen gut geht. Und deswegen
finde ich sehr bewundernswert, wie du mit deinen Bildern diese Stimmung und auch mit dem Video die Stimmung einfangen kannst, wo ich ja auch als überhaupt nicht Fotograf immer ein bisschen fasziniert bin, was man so alles rausholen kann. Deswegen, obwohl wir gerade beim Thema Feedback sind, wir haben schon über das medizinische Personal besprochen und über die Patienten im Krankenhaus. Wie war das Feedback von den Menschen in deinem Long-Covid-Projekt? Ich würde mal ganz kurz, die Frage würde ich mir merken. Die Batterie ist ja ziemlich low. Ja. Vielleicht würde ich das kurz mal austauschen. Genau, das Feedback von den Menschen aus dem Long-Covid-Projekt. Also ich habe tatsächlich von den Menschen, die teilnehmen, muss ich ganz ehrlich sagen, manche, die haben gar nichts gesagt. Da traue ich dann mich auch nicht, nochmal nachzufragen. Aber muss sagen, es gab schon mal eine Veröffentlichung in der Süddeutschen. Also das heißt, ich habe die fotografiert und dann direkt quasi auch angeboten an verschiedene Magazine und Zeitungen. Und das heißt, es kamen dann schon mal 8 Porträts. Das ist dann quasi nochmal eine Autorin, hat dann nochmal lange Telefoninterviews geführt. Und im Mai 2021 ist die dann erschienen. Und dann habe ich quasi nochmal die eigene Homepage quasi realisiert. Und also viele waren auch, also man kann sagen, so die meisten haben schon geschrieben, dass sie super Projekt und herzlichen Glückwunsch und so weiter. Manche, die waren dann auch sehr, also richtig begeistert. Jetzt habe ich quasi auch nochmal das alles auf Instagram schön breit gepostet und da kriegt man dann auch nochmal unglaublich vielfältiges Feedback eben von Menschen, ja, die man eben nicht kennt, also weil dann eben wird man entdeckt. Das finde ich auch wirklich jetzt sehr wichtig oder sehr schön an Social Media. So viel Negatives, wie dann auch damit reinkommt, kann man das auch eben für positive Dinge nutzen. Und da haben viele Betroffene sich eben wirklich getroffen gefühlt, also die sich da wirklich wiederentdecken, die dann wirklich auch jede Geschichte nachfühlen können. Und das ist dann wirklich schon, ja, gibt mir dann auch irgendwie so Motivation weiterzumachen, weil ich weiß, okay, es gibt wirklich Menschen, denen bringt es was, meine Arbeit, und das ist ein schönes Gefühl. Ja, also das ist auch das, nicht nur, dass andere sich quasi abgeschreckt fühlen und jetzt ein bisschen mehr aufpassen, sondern auch, dass die Betroffenen sich wiedergegeben fühlen, dass nicht nur über sie gesprochen wurde, sondern dass einige von ihnen erzählen. Ich weiß auch von welchen, bei denen es dazu geführt hat, dass sie sich jetzt aktiv doch auf die Suche nach einer Selbsthilfegruppe gemacht haben und vorher dachten sie irgendwie, weil man liest ja immer, wie viele angeblich Long-Covid haben sollen, statistisch gesehen, aber irgendwie kennt man keinen oder irgendwie nur einen, dann haben sich viele doch nicht getraut oder das Gefühl gehabt, doch alleine zu sein. Und deswegen sind solche Projekte auch da so wichtig. Und wie du schon gesagt hast, ich fand es enorm toll, die positiven Kommentare unter deinen Posts, weil ich bin selbst nicht so der Social-Media-Mensch, unter anderem deswegen, weil halt so viel negativ und gestellt ist, aber unter deinen Posts ist ja wirklich extrem viel positives Feedback und das Allerbeste, wenn da mal jemand was Negatives kommentiert, dann gibt es da ja gleich 10 Kommentare dagegen, eine immer von dir und dann immer 9 aus der Community, wo dann aber auch nicht irgendwie böse oder negativ, sondern wirklich aufklärerisch nach dem Motto, hey, beschäftige dich doch damit erstmal, bevor du sowas kommentierst, wo man ja auch nur hoffen kann, ich weiß, solche Menschen sind immer schwer zu erreichen, aber wo man wirklich hoffen kann, dass sie dann feststellen, hey, hier sind 50 positive Kommentare drunter und meiner ist einzig negative, vielleicht gucke ich mir das ja doch nochmal ein bisschen mehr im Detail an. Und du hast ja schon gesagt, dass du mit der Stadt Stuttgart zusammengearbeitet hast, beim Covid-Projekt selber. Wie hat das beim Long-Covid-Projekt geklappt mit der Zusammenarbeit mit Politik und Medien? Natürlich ein bisschen schwieriger, weil da gab es keine, also wir haben uns auch wieder auf eine große Ausstellung beworben. Das hat aber leider nicht geklappt. Weil dann auch, muss man auch ehrlicherweise dazu sagen, 2021 war dann bei mir auch irgendwann die Energie nicht mehr da, wie beim ersten Projekt. Und ich habe mir eine Auszeit genommen und habe dann quasi 3 Monate wirklich nichts gemacht. Also das muss man so sagen. Und dann kann man eben nicht so eine wahnsinnig riesige Ausstellung realisieren. Das war natürlich ein bisschen schade. Ich werde aber natürlich weiter dran arbeiten, dass sie quasi nochmal groß ausgestellt wird. Aber da habe ich dann auch gemerkt, dass
die meisten schon eine Ausstellung brauchen, um dann drüber zu berichten. Also das es gab Gott sei Dank dann Plakate wieder. Also das war quasi so eine kleine Ausstellung wieder im öffentlichen Raum, wenn man so will. Und da gab es dann auf jeden Fall noch einen Artikel von der Stuttgarter Zeitung drüber, der auch wieder sehr ja, schönes Feedback hervorgebracht hat. Aber da hat dann quasi wieder das Gesundheitsamt war das. Die geben dann eben einen kleinen Betrag, um nochmal sowas zu realisieren. Und ja, aber das die große Ausstellung, die kommt hoffentlich dann hoffentlich nächstes Jahr. Also, weil das muss man schon so sagen. Aber so Kulturförderungen und so, die laufen normalerweise sehr, sehr langsam ab. Und deswegen glaube ich nicht, dass wir jetzt wie beim DS Glory in Prevention das wirklich im Zeitraffer machen können. Weil das war wirklich auch diese besondere Situation, dass viele Leute Zeit hatten, also Corona-bedingt nichts zu tun war. Und jetzt merke ich schon, wenn ich Leute frage, ja, in 2 Wochen kann ich wieder was machen. Also weil die wieder alle so viel zu tun haben. Und es kommt irgendwie alles mit dazu. Aber ich hoffe doch schon, dass man vielleicht dann nächstes Jahr vielleicht mal ja rückblicken kann, vielleicht auch ein bisschen über so eine Arbeit. Und dann stellt sich eben wieder die Frage, wie viel bringt es dann noch? Aber ich glaube, wir werden mit der Pandemie, ja, müssen wir auch gucken, was für eine Erinnerungskultur, sagen wir mal, wie wir da irgendwann mal etablieren, weil das wird unglaublich wichtig sein, auch auf den Hinblick, wie gehen wir in Zukunft mit der Welt um. Also es ist ja nicht nur, wie gehen wir damit um, wenn die nächste Pandemie da ist, sondern wie verhindern wir, dass die nächste Pandemie entsteht. Also da sollten wir wirklich ansetzen und ja. Absolut, absolut. Dann muss ich aber quasi, dann würde ich das Thema auch so ein bisschen abschließen und mit dir einmal nochmal generell gerne zu deiner Arbeit sprechen, aber quasi die Disclosure-Frage zum Ende. Du hast ja schon gesagt, dass du quasi über öffentliche Förderungen da so ein Sponsoring und öffentliche Gelder bekommen hast. Hast du anschließend auch für die Fotos selber, wenn du dir an Medienhäuser gegeben hast, quasi Fotoverkäufe durchgeführt? Also es ist so, ich bin noch bei einer Agentur. Live nennen die sich, mit A geschrieben, und die verwaltet eigentlich mein Archiv. Mhm. Und da habe ich die Bilder auch drin, und da können die quasi, also das läuft dann so ab, dass die meisten sind gesperrt, also das heißt, die können nicht runtergeladen werden, einfach publiziert, sondern die haben meistens immer noch ein Vermerk drin, dass ich erstmal kontaktiert werden muss, um eben zu vermeiden, dass jetzt da sensible Bilder irgendwie in den falschen Kontext gestellt werden. Und viel habe ich dann aber auch quasi wirklich in einer Art Pressemappe rausgegeben. Das waren dann schon auch ein paar Bilder, weil ich wirklich gesagt habe, das wurde jetzt gefördert und das ist quasi eine gemeinnützige Förderung, und dann tue ich eben auch alles dafür, dass es dieses Projekt so eine große Reichweite wie möglich bekommt. Also das heißt, da kam dann nicht, also manche, die haben dann noch so eine Art Aufwandspauschale von ein paar hundert Euro gezahlt, aber eher kleinere Beträge. Sehr schön. Dann, wie gesagt, würde ich gerne einmal grundsätzlich über deine Arbeit sprechen, weil ich es so spannend finde, deine, also Fotojournalismus an sich, aber auch die Projekte, die du hast ja schon gesagt, du hast was zu Organspende gemacht, du hast was zu Hebammen gemacht, also auch für dich, du hast Bilder von einer Wassergeburt zu Hause, wenn mich nicht alles täuscht, und sowas auf deiner Website. Also ganz private, sensible Themen. Das ist ja, haben wir mit Covid schon besprochen, auch extrem schwierig für dich, auch im Umgang mit den Menschen, weil das einfach sehr emotionale Themen ist. Kommst du da manchmal auch selber an deine emotionalen Grenzen, dass du wirklich dann auch einfach erstmal die Kamera beiseite legen musst und quasi erstmal fertig bist für den Moment? Ja, bei dem Thema Organspende ist das natürlich auch teilweise anstrengend gewesen, dann also zu fotografieren, zum Beispiel im OP. Und ich kann mal von vorne erzählen, das war dann wirklich auch, wir haben Menschen kennengelernt, die alle auf einen Spenderherz gewartet haben. Es waren vier oder fünf Personen, und die waren eben schon in einer Reha, und die waren schon eben hat eine hohe Priorisierung auf der Warteliste. Und da konnte man eigentlich sagen, wenn die jetzt binnen
10, 12 Monaten kein Spenderherz haben, dann schaffen die es nicht. Und da fiebert man dann natürlich auch mit und hofft einfach, dass die ganze Geschichte dort gut ausgeht. Mhm. Und dann hatten wir wirklich auch quasi der Gerd war das damals, Gerd Kuck, dem geht es heute Gott sei Dank also immer noch gut. Die OP war 2019, also hat er quasi seine Herztransplantation bekommen. Und dann durften wir bei ihm quasi auch die Transplantation fotografieren und der schreibende Kollege war auch mit dabei. Und dann geht man da aus dieser Transplantation raus und weiß dann aber nicht, ob er es jetzt wirklich schafft oder nicht, weil ich sag mal, die erste Woche nach Transplantation, die ist eigentlich nochmal entscheidend, mhm. ob der Körper das wirklich annimmt und ob dann alles gut geht. Und als der mir das, also er hatte damals gesagt, also der Gerd, er will auf keinen Fall auf der Intensivstation fotografiert werden. Kein Problem. Also, und ich glaube, nach 4 Wochen hat er sich das erste Mal dann bei mir gemeldet und da ist mir wirklich ein Riesenstein auch vom Herzen gefallen. Ja. Weil, also man verbindet dann so viel, also man hat dann auch die ganze Geschichte gehört. Man hat sich vielleicht auch 10-mal habe ich ihn davor getroffen und die Frau, die Tochter kennengelernt. Und da ist man dann emotional doch schon sehr, sehr mit dabei. Ja, also und dann natürlich, es gab leider auch jemand, der es nicht geschafft hat. So. Also da ist man dann schon wirklich, also klar, hat man auch so eine Trauerphase und schreibt dann noch den Angehörigen, weil man die kennengelernt hat. Und dass man auf jeden Fall emotional mit betroffen, ja. Hast du denn auch das Gefühl, dass es dir irgendwo etwas zurückgibt, im Sinne von, ja, du bist natürlich emotional getroffen, wenn es negativ ist, du bist happy für die Leute, wenn es positiv ausgeht, aber hast du das Gefühl, dass dir selber die Arbeit irgendwie etwas gibt, weil sie quasi etwas bedeutet, weil sie für die Menschen, mit denen du arbeitest, etwas bedeutet? Ja, das ist ja eigentlich der Grund, warum ich jetzt hier Journalismus mache, weil ich wirklich ja relevante Themen umsetzen will als Fotograf, eben so visuell, dass eben das wirklich an die Bevölkerung transportiert wird, die nicht betroffen ist. Also dass die sich das vorstellen können. Weil in Deutschland haben wir eben das große Problem, dass wir zu bequem sind, da noch einen Organspendeausweis auszufüllen, am besten nicht darüber reden. Das hat eben dann auch einen negativen Feedback, wenn man dann wirklich als Organspender in Frage kommen würde. Ja, also da muss ja auch, das ist ja gar nicht so, also viele denken ja auch, man stirbt und dann werden die Organe entnommen. Nein, das geht eigentlich nur in einer ganz besonderen Situation, nämlich wenn ich schon im Krankenhaus liege und bei mir eben dann dieser Hirntod diagnostiziert wird. Also nur dann können eben auch Organe entnommen werden. Und wenn man eben aber keinen Organspendeausweis hat, dann müssen die Angehörigen entscheiden. Und was das von der Last ist, ja, also wenn man dann entscheiden muss für den Bruder oder für die Tochter oder für die Frau, soll die jetzt die Organe spenden oder nicht? Und ich habe mich davor noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt, das ist quasi unmöglich. Und deswegen gibt es eben auch ganz viele, die dann Ja sagen und dann im Nachhinein sich damit auseinandersetzen und dann das auch sogar bereuen. Ja, und das ist dann wirklich auch eine schlechte Situation. Deswegen der Dominik Stawski damals, der quasi noch viel länger schon an dem Thema recherchiert hatte, und da kam ich dann quasi danach dazu, der wollte ganz klar auch in dem Sinne eine ausgewogene Geschichte machen, weil wir diese Entscheidung eben keine Organe zu spenden, die muss man genauso akzeptieren. Ja, und es sollte deswegen niemand wirklich sich gezwungen fühlen, jetzt Organe zu spenden. Aber es ist nicht unglaublich wichtig, dass man diese blöde Karte meiner Meinung nach einfach ausfüllt oder eben mit den Angehörigen darüber spricht. Weil diese Situation, eben das entscheiden zu müssen, und man weiß es eigentlich gar nicht, die ist sehr, sehr schlimm, glaube ich.
Kann ich voll nachvollziehen. Ich habe auch immer gesagt, ich fülle mal so eine Karte aus und ich habe es jetzt vor, ich glaube, 2, 3 Jahren endlich mal gemacht. Aber es ist ja eigentlich so eine minimale Hürde, diese blöde Karte auszufüllen und sich ins Portemonnaie zu stecken oder sowas. Aber es ist halt eine Hürde. Es gibt ja auch Länder, wo es dann statt Opt-in die Opt-out-Option gibt. Das heißt, man muss aktiv sagen, dass man es nicht machen möchte, wenn man in diese Situation kommt. In den USA gab es jetzt ja, hast du dich mitbekommen, diese großartige Neuerung da mit dem Schweineherz, was ja mittelfristig bis langfristig eine grandiose Möglichkeit wäre. Das ist ja faszinierend. Aber wie du auch sagst, ich kann mir das vorstellen, gerade bei so emotionalen Themen ist es unfassbar schwierig, Objektivität und Neutralität auch beizubehalten, gerade wenn man emotional involviert ist, weil man ja auch irgendwo die Gefahr hat der Überdramatisierung, dass man das Gefühl hat, man ist so drin, man ist nur von, in Anführungszeichen, nur von Kranken umgeben, hat Gefühl, dass das Gefühl, dass es größer ist, als es eigentlich ist. Nimmst du dich auch manchmal zurück und musst sagen, Moment, hier, stopp, ich muss noch mal ein bisschen Abstand gewinnen und das nochmal neutral betrachten, bevor ich da jetzt irgendwas kommentiere? Meinst du jetzt kommentieren? In welcher Hinsicht? Naja, du postest das ja auch zum Beispiel auf deinen eigenen Kanälen und das ist ja in dem Moment kein neutraler Akt mehr, wo du einfach sagst, ich stelle die Fotos zur Verfügung und dann können die Medienhäuser gucken, wie sie es verwenden, sondern du sendest ja auch irgendwo eine Botschaft damit aus, jetzt beispielsweise bei Long Covid. Und damit geht, da ist es ja bekanntlich, gerade heutzutage in den Medien immer, ist es ja ein großes Thema, diese Wahrung der Objektivität und Neutralität. Ja, das ist immer bisschen schwierig, aber das heißt ja jetzt natürlich nicht, ich sag mal so, ich erzähle ja die Geschichte jetzt, vor allem im Long-Covid-Projekt, erzähle ich ja die Geschichte von betroffenen Menschen. So. Und natürlich gibt es auch noch eine kleine Einordnung also von den ganzen Zahlen und so weiter und so fort. Aber ich lasse ja wirklich, also ich mache eigentlich eine Plattform, um eben jetzt Betroffenen quasi, um deren Geschichte zu erzählen. Und das ist ja dann ja, also ich habe auch noch diese besondere Situation, dass ich wirklich eigentlich ja eure Zitate, also wirklich, also quasi von dir ja auch wirklich das Zitat oder das gesprochene Interview auch übernehme. Also und da lasse ich ja wirklich dann dich sprechen. Also bei so einer Organspende-Geschichte, da habe ich ja jetzt nicht den Text geschrieben, aber natürlich hat dann der Kollege dann damals auch noch mit Ethikern gesprochen und mit eben mit der Deutschen Gesellschaft für Organspende, wie man das eben einordnen muss. Und das waren dann eben auch mehrere Teile. Das heißt, wir haben einmal haben wir diese Betroffenen-Geschichte erzählt und dann haben wir aber auch noch die Geschichte der Spende erzählt. Also wir waren dann wirklich auch auf der, wie man jetzt so will, auf der anderen Seite. Wie läuft es eigentlich ab, wenn jemand sein Organ spendet? Ja, also da war dann wirklich das die Situation, dass der Angehörige dann quasi auch wirklich uns als Journalisten gestattet hat, quasi dabei zu sein. Und dann haben wir das, hat er das vor allem auch sehr schonungslos beschrieben. Also er hat genau beschrieben, wie Organe einem Menschen entnommen werden. Und ich finde, das ist eben Aufklärung. Also das ist nicht schön wirklich zu lesen. Es ist ja technisch-medizinisch, es ist hochspannend. Aber es hat da eben auch seine Brutalität, also auf eine Art und Weise. Und das muss man wissen, um eben das dann nicht zu bereuen. Auch wenn man wirklich dann vielleicht bei einem Angehörigen sagt, die Organe sollen gespendet werden. Und das hat dann eben, und das ist eigentlich, da muss man gar nicht so dramatisch sein, weil das ist alles schon sehr dramatisch. Also da muss man dann gar nicht so auf die Kacke hauen, sage ich jetzt mal. Klar, es gibt dann ein sehr dramatisches Bild, das ich gemacht habe, aber trotzdem so gewiss, also ein bisschen distanziert ist. Und dass allein dieses OP-Licht, also das fällt dann so runter auf den geöffneten Körper. Und ich belichte dann eben auf das starke OP-Licht und dadurch wird dann eben die Umgebung relativ dunkel. Also es hat dann so ein bisschen was von so einem alten Gemälde. Aber das finde ich auch irgendwie, war dem Thema auch angemessen, weil ich meine, wir nehmen ein Herz von einem Menschen und pflanzen das in einen anderen und das funktioniert. Also das ist für mich immer noch irgendwie ein bisschen auch was Magisches. Ja, absolut, also, absolut. Genau.
Warst du denn jemals unzufrieden damit, wie deine Bilder verwendet wurden? Dass sie irgendwie in einem falschen Kontext verwendet wurden oder so? Falscher Kontext jetzt nicht unbedingt, aber sag mal, ich habe 2017 habe ich quasi mein Praktikum oder Hospitanz, wie man das nennt, bei der Tageszeitung gemacht. Bei der Frankfurter Allgemein war das damals. Und sagen wir mal, wenn man für eine Tageszeitung fotografiert, da passiert eigentlich alles mit deinen Bildern. Also wirklich, die werden zum Quadrat gemacht, da wird das Hochformat zum Querformat gemacht und da ist man eigentlich, also ich habe die Zeit dort total genossen. Also es gibt einem als Fotograf unglaublich viel Möglichkeiten, sich auszuprobieren. Man kriegt Routine. Aber ja, wie die Bilder dann manchmal in der Zeitung landen, da das ist manchmal ein bisschen schwierig. Und das heißt, es passiert doch schon öfter. Ja, also auch jetzt mittlerweile, weil wenn ich jetzt einen normalen Termin mache, also das heißt, ich werde angerufen, fahre dann meistens irgendwo hin, mache dann Porträts, dann vielleicht noch ein bisschen eine kleine Reportage. Jetzt blöd gesagt, irgendjemand eröffnet ein Café. Passiert ja auch manchmal. Also man hat dann irgendwie Fairtrade-Kaffeebohnen und dann erzählt man eben, wie er das so macht. Und ja, da kann alles passieren. Also es ist auch manchmal, dass Bilder noch koloriert werden im Nachhinein. Und ja, das ist sehr schade manchmal, weil also ich und auch viele junge Fotografinnen und Fotografen wünschen sich eigentlich, dass es mehr in Richtung Autorenfotografie geht. Das bedeutet, dass wirklich, dass die Fotografie auch als eigenständige Erzählweise angenommen wird und eben wieder weg von diesem reinen Bebildern. Ja, weil meistens ist es dann doch wirklich nur ein Bebildern und es ist eigentlich egal jetzt, wie der Fotograf das gemeint hat oder gedacht hat, sondern es wird dann halt einfach irgendwie verwendet. Und ich glaube, da nutzt man eben ganz viel Potenzial, was die Fotografie eigentlich hat, nutzt man nicht. Also das ist eigentlich sehr schade. Also ja, im Prinzip so jetzt eigentlich so die Frage für jeden Bachelorstudenten von deinen Kommilitonen sein müsste, so was können Fotos anderes oder anders transportieren als Text und Video, was ja für die meisten, wie du schon sagst, auch für die Rezipienten, also für die News lesen oder sehen, ist ja, man nimmt den Text sehr stark wahr, weil man sich darauf konzentriert, weil man ihn liest, man sieht, nimmt die Videos wahr. Die Bilder sind ja häufig gerade bei so Artikeln oben einmal, die sind gut, um quasi, damit man draufklickt, weil es spannend aussieht oder sowas, aber meistens scrollt man dann ja schnell runter und fokussiert sich dann auf den Text. Deswegen, welche Wichtigkeit, welche Rolle würdest du da den Bildern in so einem Fotojournalismus, klassischen Tageszeitungsfotojournalismus zuordnen? Ja, jetzt in der Tageszeitung ist es natürlich extrem schwer, weil natürlich, die müssen die Zeitung irgendwie vollkriegen und das hat dann halt auch, und da muss dann irgendwie der drauf sein, wie er am Tisch sitzt, wie er gerade das und das unterschreibt und so. Und das ist dann halt oft fotografisch, also das Beweisfoto. Mhm. Also wirklich da. Weil es zum Text passen muss. Ich meine, auch ein gutes Foto muss zum Text passen, aber also ein gutes Foto erzählt halt mehr als nur, also bildet nicht nur ab. Das ist das Ding eigentlich von einem guten Foto. Also auf jeden Fall, die Zeit geht auf jeden Fall, finde ich, sehr gut mit Bildern um. Also, weil klar, das ist eine Wochenzeitung. Die, finde ich, denken aber auch mal um die Ecke und sowas. Also das ist dann auch immer sehr gut. Also was kann das Bild vielleicht noch anders erzählen oder kann das eine andere Ebene aufmachen? Und das ist immer ganz schwierig eben an, wenn man jetzt Bild nicht vor sich hat, dann irgendwie so zu erklären. Aber ja, man sollte mehr weg von reinen Beweisbildern, weil da ergänzt man halt nichts mehr. Im Idealfall ergänzt das Bild den Text eben noch. Ja, es hat eben so eine besondere Tragkraft einfach. Und irgendwie die Bilder, also gerade auch bei Online, ist es ja immer so, ja, ein Foto braucht man auf jeden Fall. Ja. Aber wenn man dann eben wieder irgendwelche Stockbilder verwendet, finde ich, ist dann halt auch nichts gewonnen, weil ich finde, dadurch steigert man das Vertrauen halt nicht. Also wirklich, weil, ich sag mal, es geht ja immer darum, auch wirklich die Glaubwürdigkeit der Quelle.
Und deswegen war es mir auch wichtig bei dem Long-Covid-Projekt, dass man wirklich eben niemanden anonymisiert fotografiert und dass man wirklich da auch quasi den vollen Namen stehen hat. Weil dadurch sind die Personen eben halt eine Quelle, die man im Ideal, also die man, auf die man quasi auch noch zurückführen kann. Und das, finde ich, geht eben unglaublich verloren, wenn man einfach irgendwelche Bilder nimmt. Und das Schlimmste ist ja noch, wenn dann quasi zum Beispiel jetzt geht wieder um Flucht und Vertreibung und dann werden eben ganz andere Geflüchtete genommen, also von mir aus, die irgendwann 2015 in Italien gestrandet sind. Und es geht aber jetzt gerade um Flüchtlinge, die von mir aus jetzt irgendwie von über die Ukraine kommen, oder blöd gesagt. Also und da, finde ich, leidet dann wirklich auch die Vertrauenswürdigkeit eben in ein Medium. Also wenn man da schlampig, sage ich mal, mit Bildern und nur bebildert. Ja, also mir fällt tatsächlich, achte da ja als normaler Rezipient tatsächlich gar nicht so drauf, aber was mir, der ich ja das nur digital konsumiere, immer ganz negativ auffällt, ist die Welt. Unabhängig von der Qualität des Inhalts jetzt, aber die nutzen so ganz viel Fotomontagen, dass dann irgendwie so, dann kommt was zur Ukraine und man kann ja, muss ja irgendwie das 20.000. Mal ein Bild zur Ukraine finden und dann ist das so eine Karte der Ukraine, wo dann ein lächelnder Putin und ein trauriger, Klitschko oder sowas reingeschnitten ist, wo ich tatsächlich dann eher dazu geneigt bin, nicht drauf zu klicken, weil das für mich die Qualität des Textes eher verringert, weil man das Bild sieht und denkt, was ist das denn für ein schnell mal eben zusammengeschnittenes Ding. Also deswegen verstehe ich den, also stimme ich dir zu, was den Wert der Fotografie angeht. Hast du denn vor, jetzt mittelfristig bis langfristig auch wirklich bei solchen größeren Projekten zu bleiben, oder möchtest du auch wieder in etwas ruhigere Fahrwasser und sagen, du möchtest jetzt einen in Anführungszeichen etwas normaleren Fotografenjob annehmen? Ja, bei mir geht es eigentlich eher in die Richtung, dass ich noch mehr mache mit Video, also noch mehr mache mit eben eigene Plattform oder sowas aufbauen. Also vielleicht noch viel stärker Social Media nutze, weil ich merke, da habe ich eigentlich, also da kann ich wirklich mein Potenzial so voll entfalten und muss mich da auf jeden Fall noch ganz viel ausprobieren. Ja, manchmal träume ich von einer eigenen Redaktion. Mal gucken, was da so passiert in Zukunft. Aber diese Tagesjobs, die mag ich trotzdem unglaublich. Also wenn ich jetzt, glaube ich, das 5 oder 6 Tage die Woche machen müsste, dann würde es mir, glaube ich, viel zu viel werden, weil dann kann ich eben an meinen eigenen Projekten nicht mehr so intensiv recherchieren und arbeiten. Aber da wird man trotzdem immer in komplett andere Lebenswelten reingeschmissen. Was kann ich denn da als schönes Beispiel erzählen? Lass mal ganz kurz überlegen, was denn so ein schöner Tagesjob war. Also zum Beispiel gestern war ich, der Podcast kommt ja jetzt nicht morgen direkt, dauert ja wahrscheinlich eine Weile, war ich in Nordhorn, das ist an der niederländischen Grenze. Und das war früher mal eine Textilhochburg. Mhm. Und die haben es jetzt eben geschafft, quasi, ist erstmal also ein kleiner Crash, weil eben viele Arbeitslosenzahlen, weil quasi die ganze Stadt war eine Textilfabrik, kann man so sagen. Und die sind jetzt eben total nachhaltig aufgestellt. Also die sind jetzt Fahrradstadt, Wasserstadt. Ich meine, der Einzelhandel dort, der gibt sogar Parkplätze ab, damit mehr Fahrradstände aufgestellt werden können und so. Und sowas, da würde ich ja nie reinkommen. Also da wäre nie dort vorbeigekommen. Und ja, das erweitert dann den Horizont doch schon manchmal, wenn man wirklich in so ganz verschiedene Situationen reingeworfen wird. Ja, vielleicht machst du. Ich drücke dir trotzdem die Daumen, dass dein sehr großer Traum in Erfüllung geht. Ich finde deine Projekte wirklich, wirklich toll, wirklich bewegend. Ich fand es toll, ein Teil davon sein zu dürfen. Ich hoffe, dass das gerade das Long-Covid-Projekt oder das MECFS-Projekt auch noch große Aufmerksamkeit findet dieses Jahr und eben nicht vergessen wird, das ganze Thema. Und ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast, und ich hoffe, dass ich noch viel von dir sehen werde. Ja, sehr gerne. Also war wirklich cool, jetzt quasi mal auf der anderen Seite zu sein. Und ja, hoffe wirklich, dass du wirklich auch quasi Fortschritte machst im Bereich Long-Covid. Und ja, wir sehen uns bestimmt mal wieder, hören uns mal wieder.
und vielen Dank für die Möglichkeit. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao. Ciao.